Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meinen Full-Face-Beauty-Boxen aus Meerschminki für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn in den Beauty-Boxen, die so jeden Monat bei mir eintrudeln, sind auch... Was? Ist auch dekorative Kosmetik enthalten, genau. Dieses Jahr wäre es doch ganz cool, wenn ich jeden Monat einfach mal so als kleine Review zu den dekorativen Kosmetikprodukten aus den Beautyboxen ein monatliches Video drehe. Ja, und da sitzen wir jetzt nun zum dritten Mal und ja, begeben uns in diese wundervolle Welt. Ja. Ja, Pflegeprodukte seht ihr entweder in meinen Aufgebraucht-Videos oder bei Instagram, wenn ihr nicht möchtet. Genau, wenn ihr mir noch nicht dort folgt, dann macht das sehr, sehr gerne. Da heiße ich AiduakP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da teile ich auch gerne mal in meiner Story oder in meinen Postings so, was in meinem Badezimmer so abgeht. Und ja, also was in meinem Badezimmerschrank steht und unter meiner Dusche. Mensch. Oh. Okay, so, wir fangen jetzt erstmal mit den offensichtlichsten Dingen an, die ihr bestimmt schon mega gesehen habt, und zwar diese Ohrringe. Das ist ja dieses Tosh-Set gewesen. Tada, das hatte ich in dem Glossybox Osterei. Denn auch diese Special-Boxen zählen natürlich auch mit in dieses Video mit rein, ne? Da habe ich einmal auf diesem Ohr einen von diesen Earcuffs reingemacht, den relativ neutralsten von den dreien. Hier habe ich an das lange Ende diesen Stecker gemacht. Diese Kette kann man auch entfernen, dass man halt wirklich nur diesen Stecker hat, was ich ganz süß finde. Und dann habe ich mir auch noch diese Kreole reingefummelt. Ich finde, das sieht ganz nice aus. Das ist einfach mal was anderes. Und das spiegelt so ein bisschen diesen Mix-and-Match-Look wieder. Deswegen habe ich auch auf dieser Seite, wo ich auch wirklich nur ein Ohrloch habe, mir einfach einen anderen Ohrring reingemacht. Den habe ich von dem Adventskalender oder aus dem Adventskalender von meinem Freund vom letzten Jahr. Und ja, hier noch zwei andere Earcuffs. Die sitzen recht gut, muss ich sagen. Also der hier ist ein bisschen lose. Ja, den kann man so abziehen. Das ist ein bisschen, naja, schwieriger. Aber der hier oben sitzt eigentlich ganz gut. Der hat auch noch so kleine Perlchen mit dran. Und dieser Earcuff sitzt auch sehr, sehr gut. Also die Qualität vom Schmuck gefällt mir eigentlich ganz gut. Kann ich mich so nicht beschweren. Und was ihr außerdem jetzt gerade sehen könnt, beziehungsweise jetzt, ist der Nagellack. Und zwar in der InStyle-Box hatte ich den Nagellack von Maria Galant drin. Und weil ich ja ein Mensch bin, ich mag es nicht gerne, wenn ich nur eine einzige Nagellackfarbe trage, habe ich das einfach mit vier verschiedenen Toppern zusammengebracht, um zu gucken, was mir am besten gefällt. Und ich muss gestehen, dass mir diese Variante hier am besten gefällt, wo ich so rosé-goldene Sparkles drauf habe. Aber ansonsten, und hier auf dem Mittelfinger sieht man, wie der Nagellack an sich aussehen würde. Genau, so sehe er alleine aus und so... Der Daumen will nicht. So. So mit den entsprechenden Toppern. Und das ist ein Nagellack, der auch wirklich bleiben wird, weil ich den ganz schön finde. Wie nennt er sich denn? Maria Galant 507-02 Levernis Nail Polish. Und das ist die Farbe Ivoire Nacré. Das Coole an diesem Nagellack ist, und das hatte ich beim Unboxing der Box gar nicht gesehen, dass der auch noch so einen leichten Perlmutterschimmer mit drin hat. Der sieht in dem Flakon auch gar nicht so hübsch aus, muss ich gestehen. Da habe ich echt gedacht, oje, oje, so ein langweiliges Grau, Schlamm, Beige, bla, mag ich nicht. Aber nö, der ist schöner, als ich erwartet hatte. Wirklich, und deswegen ja, bleibt der. In der Goodiebox hatte ich von Starskin den VIP 7 Second Luxury All Day Mask D mit drin gehabt. Und hier ist so ein Pad drin und das soll sowohl Massage als auch Peeling, als auch Toner, als auch Serum, als auch Feuchtigkeitsspender, also Moisturizer sein, als auch Maske, als auch Make-up-Primer. Ganz ehrlich. Und das in 7 Sekunden mit einem Pad. Ich hatte das schon mal, hat mich jetzt nicht so ultimativ vom Hocker gehauen, aber gut. Und wenn da drauf steht Make-up-Primer, kommt dann natürlich auch in mein Full-Face-Schminki. Ich habe mich eben gewaschen, also mein Gesicht habe ich einmal kurz abgewaschen. Die Haare packe ich mal nach hinten. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Das hat zwei Seiten. Du fängst an mit der rosa Seite und machst dann weiter mit der weißen Seite. Okay, das ist sehr stark getränkt. Dann geht man da mit 2, 3, 5 Fingern rein. Je nachdem, wie viel da so von einem reinpasst. Bei mir passen tatsächlich nur 2 Finger rein. Läuft. Und so schaut das Pad dann aus. Da sind so ganz kleine rosa Noppen drauf. Also das würde ich jetzt als die rosane Seite bezeichnen. Und damit soll man dann einfach über sein Gesicht gehen. Fühlt sich angenehm an.
Hat auch so einen leichten Peeling-Effekt und Massage-Effekt. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber in 7 Sekunden bin ich bei meiner Rübe definitiv nicht durch, wenn ich alles an Fläche mitnehmen will, sage ich jetzt mal. Und dann soll man das Pad umdrehen und dann mit der weißen Seite, das hat etwas weichere Pünktchen da drauf, dann nochmal drüber gehen. Oh ja, das ist viel weicher. Das ist jetzt, als würde man das Gesicht streicheln. Sehr angenehm. So, und dann habe ich ein nasses Gesicht. Okay, so, das restliche Serum soll man dann entsprechend eintapern mit den Fingern. Und das kann man auch wohl nicht unbedingt wiederverwenden, so wie ich das gerade gesehen habe. Das ist schade. Ich muss gestehen, dass in der Zeit, wo ich jetzt dieses Pad benutzt habe, wäre ich safe mit meiner regulären Morgen-Skincare-Routine auch durch gewesen. Ne? Mein Gesicht fühlt sich aber jetzt auf jeden Fall gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Dieses Serum, was noch auf der Haut drauf ist, was ich jetzt einmassiert habe, wird immer cremiger, je mehr ich das einmassiere. Das ist super angenehm und somit ist mein Gesicht jetzt quasi auf Make-up vorbereitet. Foundation und Concealer hatten wir jetzt in keiner Beautybox mit drin. Das heißt, da werde ich jetzt die Produkte verwenden, die ich in meiner Daily Routine drin habe. Da habe ich hier ja auf meinem Tisch immer so eine Box stehen. Langsam meine Lippen ein bisschen mehr Liebe brauchen. Da habe ich hier einen Lippenbalsam und der kommt von Marie Stella Maris Lip Balm. Keine Ahnung, der soll halt Feuchtigkeit spenden. Und den hatte ich in der Goodiebox. Das riecht nach Teebaumöl. Der soll Feuchtigkeit spenden und reparierend wirken. Wir sind noch nicht fertig mit den cremigen Texturen, denn dieses verrückte Produkt hatten wir in der Brigitte Box. Das ist ein Blush in der Farbe Jill. Als ich den geswatcht habe, hatte ich auch schon gemerkt, puh, das wird eine flüssige Geschichte werden und ich muss sehr schnell arbeiten tatsächlich. Der kommt hier so raus und ich brauche nur sehr, 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 sehr wenig von diesem sehr, sehr flüssigen Produkt. Ich gebe mir tatsächlich auch nur ein einziges Tröpfchen hin, beziehungsweise zwei. Anderthalb, wie auch immer. Arbeite das ein bisschen auf meiner Mischplatte ein. Oh je. Und trage mir den dann auf. Ganz, ganz vorsichtig. Es geht auf jeden Fall klar. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich das so aufzutragen. Denn so kann sich dieser flüssige, sehr flüssige Blush schön mit der Foundation und der Base vermischen. Und gibt ein gleichmäßiges und nicht fleckiges Finish, was auch nicht zu intensiv ist. Man könnte das jetzt wahrscheinlich auch sehr schön aufbauen, aber da gucken wir nachher einfach mal. Ich habe ja noch zwei weitere Puderblushes, beziehungsweise im Prinzip sogar vier eigentlich, wenn man die Paletten mitzählt. Ich gebe mir hier jetzt nochmal 1,5 Tropfen hin, weil das, was hier auf der Mischplatte ist, ist bereits eingetrocknet. Das ist echt super schnell. Arbeite das wieder in den Pinsel ein und gebe mir das auf die andere Gesichtshälfte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man sowas auch ganz normal im Alltag verwenden kann. Ne? Einfach drauf, fertig. Also, das mag ich. Das sieht frisch aus, das sieht schön aus. Und wir haben halt auch endlich mittlerweile in den Boxen vernünftige Farben drin, wenn man das mal so sagen darf. Denn das ist durchaus eine tragbare, alltagstaugliche Farbe. Ja. Ja, auch gesettet sieht das Ganze noch echt nice aus. Also man sieht auch nach wie vor tatsächlich den Blush, aber wir werden trotzdem gleich noch ein bisschen nachlegen, Leute. Da können wir uns gewiss sein, um das mal so zu sagen. Jetzt geht's aber weiter mit Bronzer. Und da hatte ich in der Goodiebox natürlich, aber ich musste gerade nochmal nachschauen, die Bare Necessities. Necessities von Phase Zero. Und das ist eine Eyeshadow and Blush Palette. Aber sie enthält außerdem
ja, relativ rötlich, aber sie enthält auch einen Bronzer und auch einen Blush. Aber ja, ein Blush. Ist das der gleiche wie der hier? Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir nachher gleich tatsächlich auch mal swatchen. Ich trage mir jetzt aber den Bronzer auf. Ich bin sehr gespannt. Gehe ich da erst vorsichtig rein? Nö. Da habe ich hier auch, glaube ich, aus der Goodiebox mal gehabt. Den Radiant Blush Pinsel 305 von Nieree. Die sind total super. Damit habe ich auch eben mein Gesicht schon einmal gesettet. Und da gehe ich jetzt hier einfach mal... Wow! Guckt euch mal an, wie viel da jetzt drin ist. Ich bin dreimal reingetupft, ne? Voll krass. Das klopfe ich mal ordentlich ab, ne? Wow! Das ist Hammer. Wir gucken einfach mal. Den trage ich mir jetzt einfach mal, witzig, ja, auf, aber hä? Dass wir jetzt gerade gar nicht runterkommen? Was ist das denn? Doch. Jetzt hier macht er Farbe. Nicht zu viel tatsächlich. Also das mag ich auch. Ich hatte wirklich erst ein bisschen Bedenken, dass der Bronzer mir zu intensiv werden wird. Aber es geht. Auch schön. Upsala, muss ich aufpassen mit dem blub blub. Ja, ja, ja. Man sollte Spaß haben im Leben. Das verblende ich mir auch gerne hinter mein Ohr und so ein bisschen auch an den Hals, damit das so ein bisschen harmonisch aussieht und als würde mein Gesicht und mein Körper zusammengehören. Aber da muss ich der Palette recht geben. Ich muss der Palette vor allem recht geben, ja. Es ist nicht unbedingt ein Bronzerton, weil man sieht ihn jetzt auch, da ich den Blush auch drauf habe, nicht so wirklich, ne? Ich meine, der sieht beim Fingerswatch relativ rötlich aus, ja. Aber ich würde den jetzt schon als Bronzer verwenden. Vielleicht muss ich den einfach nur etwas stärker aufbauen. Wie rot sind bitte meine Ohren? Aber ich weiß nicht. Ich kann da jetzt eigentlich nichts dran machen, ne? Das sind halt meine Ohren. Ich könnte jetzt meine Haare aufmachen und sie verdecken, aber das wäre halt auch irgendwie ein ziemlicher Bash gegen meine armen Ohren. Naja, also das ist jetzt wirklich kein Bronzer, mit dem ich jetzt konturieren würde oder so. Der fließt sehr harmonisch mit diesem Blush, den ich ja auch quasi drunter habe, ineinander über. Macht ja schon ein gewisses Aufwärmen vom Gesicht, ne? Wenn ich die Palette jetzt so hätte, um mich damit zu schminken, also quasi so jetzt aus meiner Sammlung rausnehmen würde, dann würde ich auch den Bronzer als solches verwenden. Ja. Jetzt haben wir hier ein paar Blushes vor uns. Als erstes nehme ich mal den aus dieser Phase Zero Necessities Palette. Der hat nämlich so einen Peachy Ton und so ganz leichte Gold Sparkles mit drin. So. Und die anderen swatche ich auch daneben, um einfach mal so einen Vergleich zu haben, ne? Genau. Also wir werden auf jeden Fall zwei Blushes auftragen, links und rechts noch einmal drüber. Why not? Dann habe ich hier von Phase Zero, das hatte ich in der Beauty Love the Natural Box mit drin. Making Moves ist hier die Farbe von dem Blusher. Und wenn man sich die Farbe so anschaut, ähnelt sie der von der Palette doch sehr. Und das war ein Reim. Auch die wird jetzt einmal geswatcht. Nani, die ist jetzt ein bisschen mehr ins Peachige. Beziehungsweise nee, mehr ins Pinke in Relation zu der anderen, ne? Und deutlich cremiger, obwohl gleiche Marke. Das ist interessant. Dann habe ich hier noch von der Vegan Beauty Basket den Green Shades of Nature Blush Powder Certified Organic in der Farbe Pink Watermelon. Da hatte ich mir die Farbe aussuchen können. Hat auch so einen leicht fruchtigen Duft mit bei. Finde ich sehr angenehm. Auch der hat einen leichten Schimmer, wenn ich das richtig sehe. Aber eher so einen Seidenschimmer. Und das ist ein sehr natürlich wirkender Blush, jedenfalls so auf dem Finger. Ja, der geht fast schon unter, ne, wenn man das so sieht. Aber er ist da. Und dann habe ich in der Glossy Box diese Duze-Palette drin gehabt, oder Dusch. Da kommen wir eh nachher noch zu. Auch da ist noch ein Highlighter mit bei. Und da ist der 50 Primetime mit drin. Das ist dieser Ton hier. Und der ist mehr ins Rosenholzfarben, jedenfalls im Fännchen. Deutlich dunkler, aber sehr interessant. Oh ja, der ist auch sehr intensiv. Also alles für sich sind es wirklich schöne Farben, ne? Aber ich kann ja nur zwei verwenden. Also wir haben den 1, 2, 3, 4, ne? Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4.
Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. Also quasi, welchen habe ich da genommen? Den, genau. Das ist einmal der Green Blush. Den trage ich jetzt auf der einen Seite mal auf. Es ist schön, wenn man sich nicht mehr selber entscheiden muss, ne? Da habe ich hier einen Luxi-Pinsel und zwar der Large Angled in der 504. Ist das? In der Farbe 504 vor allem. Gehe ich hier einmal ordentlich rein. Klopfe ein bisschen ab. Und trage mir hier den Blush auf. Okay, den sieht man nicht so wirklich, ne? Wobei, der hat auch wirklich durch diesen leichten Schimmer, den er mit dabei hat, wird er sichtbarer. Es geht, aber er ist sehr dezent. Er ist wirklich zurückhaltend. Also auch das eher so eine Alltagsgeschichte, aber dieser Schimmer da drin. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen im Display. Ich sehe es hier so, ne? Den finde ich schön, weil der sehr subtil und zurückhaltend ist. Wie sieht das aus, wenn man den aufbaut? Passt auf jeden Fall sehr harmonisch zu dem von Oslo Airlines, um das mal so zu sagen, weil das so ziemlich genau die gleiche Farbe ist. Schön, mag ich. Definitiv. Okay, und jetzt gucken wir, welchen wir auf die andere Seite packen. Alexa, nenne eine. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 2. Okay, da habe ich tatsächlich dann den anderen Einzelblush. Das ist sehr witzig, denn das finde ich witzig. Dann habe ich wirklich alle Produkte verwendet. Das ist der Face Zero Making Moves. Und da mache ich den Pinsel hier einmal am Handtuch neben mir sauber. Gehe ich da gut durch. Wow, da kommt ein bisschen mehr auf den Pinsel. Du hast aber auch deutlich mehr Kickback dann im Fännchen. Und den setze ich mir hier hin. Der ist kräftiger. Aber, hat auch noch einen heftigeren Schimmer mit drin. Wobei, ne, wenn ich öfters mal, ich denke ja zum Beispiel bei solchen Blushes, an den NARS Orgasm oder an den Sleek Rose Gold Glow Blush. Das sind ja sehr vergleichbare Blushes dazu. Dann habe ich immer ein bisschen das Problem, oder Milani Luminoso, ne, dass du vor allem Schimmer auf der Wange hast, aber das Pigment von dem Rouge an sich halt verloren geht. Und das finde ich dann immer schade. Hier ist es aber nicht so, weil hier siehst du sowohl Pigment als auch diesen Goldglanz. Ne? Das finde ich cool. Ja, hat die Lady sich hier wundervoll entschieden. Das finde ich klasse. Alexa, danke. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Oh, ist sie nicht lieb? Ich mag's. Ja, dann fühlt man sich hier manchmal gar nicht so einsam, ne? Nein, Timmy, du bist ja auch... Oh, der schläft. Sieht man das? Ist das nicht süß? Oh, ein Herzchen. Okay, Highlighter. Da habe ich zum einen aus der Elektra Beauty Box den The Domina Highlighter. Das ist dieser hier. Hat der einen Namen? Mod Highlighter. Okay, Color 3. Das ist ja eine lieblose Farbe. Namensbezeichnung. Der sieht richtig schön aus und ich bin gespannt, wie er sich auf dem Gesicht macht. Also der kommt auf jeden Fall auf eine Gesichtshälfte. Ja, ich hatte den, glaube ich, auch beim Unboxing geswatcht. Da sieht man nicht so die Schimmerpigmente, ne? Der sieht einfach hell aus. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie der dann im Gesicht rüberkommen wird. So sieht er aus. Und dann habe ich hier in der Duze-Palette den 103 Soul Styles Highlighter. Das ist dieser hier unten. Der fühlt sich deutlich cremiger an und nicht so pudrig, was ich bei Highlightern ehrlich gesagt lieber mag. Und der hat einen extremen Glanz. Das sieht man direkt, ne? Den swatche ich hier. Und genau, während der The Donna eher ins Peachige geht, geht der von Duze oder Duze eher ins Champagnerfarbene. Die Seite bekommt jetzt den The Donna. Dann mache ich den Highlighterpinsel einmal sauber. Da habe ich von Luxi den Tapered Highlighter 522. Die Luxi-Pinsel waren alle mal irgendwann in Adventskalendern oder in Boxen mit drin. Da habe ich mir keinen einzigen von selber gekauft. Und dann trage ich mir hier den Highlighter auf. Doch, der geht. Der geht. Boah, der riecht mega stark parfümiert. Das ist nicht ganz so meine Welt. Puh. Aber er sieht schön aus auf der Haut. Wow. Krass. Der geht gerade voll steil zusammen mit dem
darunter befindlichen Blush. Und jetzt habe ich den Pinsel wieder hier neben mir sehr sauber gemacht und gehe in den Ton Solstice. Da bin ich gespannt. Aber doch, der Pinsel nimmt das schon auf, weil er sich sehr cremig angefühlt hat. Oh, ja. Da geht die Party ab. Also farblich ist das definitiv mehr mein Ding. Wobei ich sagen muss, dass der hier mir von der Textur besser gefällt, weil der feinpudriger ist. Ne? Also der verbindet sich mit dem darunter befindlichen Blush und Bronzer und so. Und hier sieht man, jedenfalls sehe ich das hier aus der Ferne im Spiegel schon, so Schuppen. Das hat man manchmal, wenn man sehr cremigen Highlighter verwendet. Aber den nehme ich jetzt auch, weil er mir farblich besser gefällt für die sonstigen Highlights in meinem Gesicht. So kann man es aber auf jeden Fall durchgehen lassen, finde ich. Also sieht jetzt nicht zusammengewürfelt aus, finde ich jetzt so mal zwischen uns beiden gesagt. Okay, schön. Ja. In der Look Fantastic Beauty Box hatten wir von Brushworks so ein Double-Ended Brow Brush, also Augenbrauenpinsel, ne, mit Spoolie und mit einem ja, abgeschrägten, abgeflachten Teil. Der schaut so aus. Ganz klassisch, ne? Und dann habe ich hier in der Douce oder Duze Palette ja diese beiden Töne, Light Brown und Rich Brunette. Das sind die beiden Töne hier. Und die möchte ich gerne verwenden, um mir jetzt Augenbrauen zu zeichnen. Erstmal so mit dem Spoolie durchgehen. Die Härchen in Form kämmen. Dann dippe ich erst so ein bisschen in dieses Light Brown. Gebe mir das so an den Anfang. Ich vermenge das mal so ein bisschen mit dem Rich Brunette, weil mir das zu gelbstichig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das passt definitiv besser, auch wenn es nicht perfekt ist, aber es geht. Kann man machen. Also finde ich jetzt eigentlich easy peasy für einen Alltagslook, ne? Ganz in Ordnung. Aber man sieht es schon, ich habe normalerweise etwas aschigere Augenbrauen, als es das jetzt normalerweise hier, also als es das jetzt hier ergeben hat. Aber das passiert bei mir leider häufig. Und mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit, der auch mal in einer Beauty Box drin war, natürlich, bringe ich die Augenbrauen jetzt auch noch mal ein bisschen fixierter in Form. Leute, ich muss es an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, ich liebe dieses Augenbrauenserum von Grande Brow, was ich von Purish zugeschickt bekommen habe, weil meine Augenbrauen einfach viel besser geworden sind. Ne? Die lassen sich jetzt schön in Form bringen und ich habe übrigens einfach mal Augenbrauen. Kommt selten vor, ne? Oder kam damals ungefähr nie vor. Ja, so schaut das Ganze dann jetzt auf meinem Gesicht aus. Das, was jetzt natürlich fehlt, sind die Lidschattengeschichten. Und da habe ich ja einmal von Douce die Lidschattenpalette. Damit kann man auf jeden Fall einen super schnellen, einfachen Alltagslook zaubern. Und von Phase Zero haben wir jetzt ja diese Palette, die ich jetzt noch gar nicht so viel verwendet habe. Aber ich glaube, die hier wird jetzt vor allem zum Einsatz kommen. Ja, auf die werde ich mich gleich mal stürzen. In der Glossy Box hatten wir diesen Smudger-Pinsel drin. Den werde ich zunächst verwenden. Und nehme aber zuallererst aus der Douce oder Duze-Palette den Ton Jacqueline. Und damit sette ich einfach meine Augenlider. Jetzt nehme ich mir die Bare Necessities Palette von Phase Zero. Und da habe ich jetzt ja ziemlich viel Auswahl. Zuallererst gehe ich hier in den Bronzer-Ton rein. Und da verwende ich jetzt einen Pinsel von Luxie. Das ist der Tapered Blending Eye Pinsel, die 702. Und der Ton kommt einfach mal in die Lidfalte rein. Ich setze das bei mir immer ein bisschen höher an, weil ich ja, ja ein Schlupflid habe. Da bin ich dann schon fast bei meiner Augenbraue. Dann nehme ich mir den Mini Taper, die Luxie 121, und gehe in diesen Orangeton rein. Oder Kaminrot. Nee, das ist eher orange, ne? Und den setze ich mir direkt in die Lidfalte, beziehungsweise bei mir am Knochen entlang. Ich verbinde den hier auch schon mal so ein bisschen mit dem Außenwinkel und blende das nochmal mit dem Bronzerton ein wenig aus. Gut, dann gehen wir jetzt wieder mit dem Mini Tapered Pinsel hier in die dunkelste Farbe, dieses Schokoladenbraun. Den gebe ich mir zum einen hier außen wirklich nur in den Außenwinkel
und blende den hier so ein. Ja, Pigmentierung ist eher mau, aber das ist nicht schlimm bei so dunklen Farben, finde ich persönlich, weil ansonsten hast du halt zu schnell zu viel Farbe und weißt gar nicht mehr, wo du die hinblenden sollst. Und dann nehme ich mir auch noch ein bisschen was von der Farbe und gebe sie mir an den unteren Wimpernkranz. Die Farbe gefällt mir persönlich jetzt nicht so ultimativ doll, weil sie doch sehr fleckig auf dem Auge wird, aber shit happens, ne? Ja, dann sind wir schon mal mit den matten Farben durch und widmen uns den Schimmertönen. Da haben wir ja sogar 4 Stück in dieser Palette. Das ist echt sehr, sehr geil. Also da haben wir die Qual der Wahl. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Töne und guck sie mir auf dem Finger und auf dem Swatch an. Ich glaube, das ist am besten. Ne? Ja. Die sehen schon sehr spektakulär aus. Ne? Gerade dieses Silber gefällt mir gut. Und dieser Ton, dieses Rosé-Schimmer, finde ich auch sehr interessant. Jetzt gucken wir uns mal die Farben geswatcht an. Das kann was. Definitiv. Also Silber auf der Mitte des Auges wäre sehr interessant. Vor allem, weil wir ja fast nur warme Töne jetzt haben. Ne? Dann so ein Roségold ist auch ganz nice. Würde mit dem Blush auch harmonisieren. Das Kupfer nach außen. Na, wir gucken mal. Ich nehme jetzt hier auf jeden Fall nochmal den Lottie London Pinsel. Den habe ich sauber gemacht, den Smudger. Und gehe zuallererst in diesen dunkelsten Schimmerton rein. Der ist ja cremig, aber ja doch, der ist eher cremig, genau. Und nicht so krümelig wie die anderen Töne. Und den setze ich mir wirklich nur hier außen hin. Das gefällt mir. Als nächstes nehme ich den Kupferton und setze ihn genau daneben. Oh, der krümmelt ein bisschen, weil der recht grobe Glitzerpigmente hat. Aber der ist schön. Der ist richtig schön. Dann gehe ich wieder mit dem Lottie London Pinsel in dieses Rosé rein. Da gehe ich ein bisschen kräftiger rein, weil der auch wieder, ne, der ist noch fester gepresst. Also der ist eigentlich am allerfestesten gepresst von den ganzen Schimmerlidschatten. Und den setze ich mich hier in mein inneres Drittel. Es geht tatsächlich mit dem Pinsel. Muss man zwar ordentlich aufbauen, aber es geht. Und in das Zentrum oder auf das Zentrum setze ich mir dann jetzt mal den Silberton. Oh, da muss man aber auch vorsichtig mit umgehen, weil der auch sehr bröckelig ist. Also das sind recht lose Glitzerpigmente. Da kann man auch auf jeden Fall so ein Glitterglue drunter geben, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen haltbarer. Aber so sieht es auf jeden Fall ganz nett aus, ne? Ich gehe jetzt hier mit dem Blendepinsel mal in die Lidfalte. Das kann man übrigens auch super mit so einem Spoolie machen, um die ganzen Glitzerkrümmel wegzumachen. Guck mal auf dem anderen Auge, wie das aussieht, wenn ich das Silber mit dem Finger drauf presse. Dann fliegt das nämlich nicht so in der Gegend rum. Ha! Das ist besser. Und vor allem intensiver. Also das Silber passt jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich zur Palette, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Aber es ist nice, doch. In meinen Innenwinkel möchte ich mir jetzt aber einen Ton aus der Douce-Palette geben, und zwar den Solstice, den hier. Dafür nehme ich mir von dem Nire The Multitasker 113. Mit der Seite habe ich eben meinen Concealer eingearbeitet. Da habe ich auf dieser Seite so einen Pinsel, mit dem kann man auch super schöne Cut-Creases ziehen und solche Creme Geschichten oder cremigen Texturen gut aufnehmen und sie im Innenwinkel platzieren. Ja, und auch den Augenbrauenbogen highlighte ich mit dieser Solstice Farbe. Das ist ein Look, ne? Ja, ein bisschen heftig gehighlightet, den Augenbrauenbogen. Mit Jacqueline versuche ich den jetzt mal so ein bisschen wieder vorsichtig, nicht mehr ganz so intensiv zu machen. Das funktioniert nicht wirklich, Claudia. Egal. Ja, die Lidschatten performen auf jeden Fall recht gut. Abgesehen von diesem sehr dunklen Ton hier außen, der ein bisschen fleckig geworden ist, wo ich sagen würde, weiß nicht. Aber so in Kombination ist es eine schöne Geschichte. Keine Palette oder beide sind, ne, sowohl die Phase Zero als auch die Douce Palette wäre jetzt nichts, wo ich jetzt aktiv zu gegriffen hätte, bin ich ehrlich. Aber so im Gesamtkonzept sieht es nice aus. In der Look Fantastic Box hatten wir AM to PM von Lottie London. Das ist dieser Kajal-Eyeliner, würde ich mal dazu sagen.
Ja, und das ist halt so ein herausdrehbarer Eyeliner. Und den setze ich mir einmal komplett an die obere Wasserlinie zum Tightlinen und auch an den unteren Wimpernkranz. So retro ich auch Kajal finde, ich finde, man sieht immer auch ein bisschen verheult damit aus. Aber trotzdem, ich mag Kajal eigentlich ganz gerne, weil mich das so ein bisschen an meine damalige Zeit erinnert, wo ich eigentlich nur Kajal getragen habe. Ja, aber ich würde es so, glaube ich, nicht mehr unbedingt im Alltag verwenden. Ja, die Goodiebox war dieses Mal ganz schön gut bestückt, denn hier habe ich von Beauty Botanic den Flix Stick drin. Das ist ein Eyeliner. Liquid Eyeliner, das ist dieser hier, hat eine sehr schöne Form, finde ich, ne, weil der nicht komplett gerade ist, sondern so ein bisschen, hier vorne ist der dicker und hier hinten ist der auch dicker. Und hier geht er quasi so kegelförmig zusammen. Und jo, das ist einfach ein Filzstiftbürstchen. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Okay, dieser Silberton hat einfach überall sich hin verteilt. Das ist ja Wahnsinn. Den Eyeliner muss man eher stempeln und kann man nicht so ziehen, weil er da einfach zu schnell dann trocken wird. Das ist ein bisschen schade, aber ich mache das eh meistens so, dass ich meinen Eyeliner eher stempel, als dass ich ihn so ziehe. Ja, aber der hier ist mir wirklich zu trocken. Das ist ja Wahnsinn. Da kommt ja fast gar nichts raus. Ha, seht ihr das? Ich gehe da nochmal drüber, um den Wing auszufüllen. Zack, trägt er die Farbe einfach ab. Der ist einfach schon pups trocken. Was? Das wird nichts mit diesem Eyeliner. Mal gucken, ob wir mit dem AM2PM da jetzt was retten können. Weil der will nicht mehr weitermalen. Ja, das wird dann halt nicht so präzise, aber immerhin ein bisschen was hier. Naja, immerhin, ne? Habe ich jetzt ein bisschen noch einen Eyeliner hinbekommen. Ist jetzt nicht ultra präzise geworden, aber es geht. In der Blissine Box hatten wir dieses Mal diese Mascara mit drin und in dem Glossy Eye die hier. Auf diesem Auge werde ich die Pompon Mascara verwenden und auf dem anderen Auge die Benefit Roller Lash Mascara. Beide Mascaren haben Gummibürstchen, wobei die Pompon Mascara ein sehr gerades Bürstchen hat und die Roller Lash Mascara dieses typische geschwungene Bananenbürstchen. Ich empfehle übrigens, solche Mascaren dann so rum zu verwenden, wenn du die für die oberen Wimpern nimmst. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaren sind schon ziemlich cool, oder? Bei der Pompon-Mascara oder Pompon-Mascara hatte ich erst ein bisschen Bedenken, weil die doch sehr trocken erschien. Aber wenn man die so aufträgt, sieht die sehr, sehr geil aus. Die habe ich ja auf dem Auge hier drauf, ne? Wahnsinnig geil. Also schön lang geschwungen sind die Wimpern davon. Die Roller Lash von Benefit, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Die macht halt richtig tolle Wimpern. Ist eine meiner Lieblingsmascaren auch. Und wenn man sich die Mascaren einfach im Vergleich anschaut, ist das Ergebnis gar nicht so super unterschiedlich, ne? Aber sie machen beide einen tollen Wimpernaufschlag. Krass. Natürlich dürfen wir hier nicht außer Acht lassen, dass ich ja auch ein richtig gutes Wimpernserum aktuell verwende. Also das ist ja das Grande Lash, was man auch bei Purish bekommt mit dem Code CLAUDISWELT15, sparst du 15%, ne? Das macht halt Wimpern, wie ich sie schon ewig nicht mehr hatte. Und ich lieb's. Ich lieb's mega. Und da funktionieren die Mascaren natürlich auch entsprechend drauf. Aber das gefällt mir gerade richtig gut. Guckt euch das an. Passt auch voll zu dem Look, ne? Dieses Rauchige und dann diese krassen Wimpern dazu. Ich mag's. In den Boxen waren tatsächlich diverse Lippenprodukte drin. Der Diego Dalla Palma Lippenstift in der Farbe Il Rosetto 46 war in dem Glossy Box Osterei drin. Das ist so ein schöner rosenholzfarbener Ton und den swatchen wir jetzt einmal hier oben. Sieht so aus. In der Elektra Beauty Box war von Max Factor der Lipfinity Lasting Lip Tint drin. Das ist dieser hier. So ein Filzstift fast schon. Den swatche ich da einmal drunter. Und das ist halt ein Tint, ne? Das bleibt wirklich auf der Lippe drauf.
Die Pinkbox hat uns den Love Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe 750 Unconditional gebracht. Bin ja eigentlich nicht so der Ultra-Fan von Liquid Lipsticks, aber vielleicht kann mich dieser hier eines Besseren belehren. Riecht auf jeden Fall sehr beerig, finde ich. Sieht sehr intensiv aus. Und in der Instabox hatten wir von Avon den Loaded Lip Lacquer. Das ist dieser hier. In der Farbe Pinch of Pink. Ja, das kann man definitiv Pink nennen. Auch der sieht richtig schön aus. Und da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wofür sich unsere Lady gleich entscheiden wird. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 2. Okay, also nehmen wir auf jeden Fall von Max Factor den Lasting Lip Tint. Gut, den kann ich mir im Prinzip unter alles drunter geben, ne? Ist halt recht cool, weil der malt wie so ein Edding. Und das kann man sich theoretisch einfach so drauf lassen und muss da nicht groß was drüber machen. Es sei denn, man hat hier noch ein bisschen mehr was zur Auswahl, ne? Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. Okay, sie möchte mich prüfen, denn sie hat mir tatsächlich jetzt den Matte Devotion von Love ans Herz gelegt. Okay. So ein Spoolie ist vielseitig einsetzbar, denn auch zum Korrigieren des Lippenstiftes eignet er sich sehr. So hat man wieder weichere Kanten und kann ordentlich korrigieren. So verrückt sich das anhört, ne? Aber es gefällt mir, was ich gerade sehe. Das ist eine schöne Lippenfarbe und ja, ich muss mal gucken, wie der sich dann auch verhält. Aber dadurch, dass der ja auch dann ein Liquid Lipstick ist, ist der ja auch haltbarer, ne? Was jetzt, das war meine Hüfte, Entschuldigung, in Anbetracht dieses ganzen Maskentragens auch eine nice Kiste ist, ne? Also da kann ich jetzt auch keinen normalen Lippenstift runtertragen. Der verschmiert mir natürlich unter der Maske im ganzen Gesicht gefühlt. Also ist es schon nice und das passt halt auch irgendwo zum Augenlook, weil der Augenlook ja auch so ein bisschen rauchiger ist. Also von daher ist das okay. Einen habe ich aber noch, also jetzt keinen Lippenstift, den ich nochmal drüber geben werde, nee, sondern ich hatte hier ein Parfum drin und zwar, wo hatte ich das denn drin? Im Glossy Box Eye auch noch, okay. Das ist von Elizabeth Arden White Tea, das Eau de Toilette und das ist einfach das White Tea, genau. 10 Milliliter sind hier enthalten und das mag ich vom Duft richtig gerne, das habe ich auch schon mal geleert, also das habe ich schon mal aufgebraucht, weil das schon mal irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender oder so drin war. Und ja, das trage ich jetzt natürlich auf, denn auch sowas gehört für mich zu dekorativer Kosmetik dazu. Oh, oh, das riecht so weiblich, blumig, ein bisschen schwerer, aber trotzdem passt das für mich schön in den Frühling rein vom Duft her. Ich mag den Duft einfach. Also es ist klasse, sonst hätte ich das damals auch nicht aufgebraucht, ne? Also da riechst du diesen weißen Tee auf jeden Fall. Und das finde ich echt schön. Ja, Leute, ne? Mit Duft und Nägeln und Schmuck sind wir fertig. Und das war jetzt mein Fullface Beauty Boxen aus März. Leute, ich glaube, so viel dekorative Kosmetik hatten wir bislang noch in keinem Monat drin. Also da ist der März schon richtig abgegangen. Ich bin gespannt, was der April bringen wird. Ich denke, da wird es aber ein bisschen ruhiger werden, was so dekorative Kosmetik in Beautyboxen angeht. Ich glaube, Mai geht nochmal ein bisschen ab, weil wir da ja auch die Muttertags-Limited Editions haben zum Beispiel. Aber ich bin gespannt und ich finde, ich kann mich sehen lassen. Ich kann so das Haus verlassen. Wobei, da bin ich ja auch eh schmerzfrei. Auch das war mal wieder ein Reim. Und ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Und abgesehen von dem Flüssig-Eyeliner habe ich hier eigentlich keinen Flop bei gehabt. Ich bin begeistert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!